8. Lil beeilte sich, nachdem sie Wolf verlassen hatte. Ein kleiner blauer Frosch begann vor ihr herzuhüpfen. Ein Laubfrosch ohne Komplementärpigment. Er war in Richtung zum Haus unterwegs und schlug Lil um 2 Sprünge. Der Laubfrosch setzte seinen Weg fort, doch Lil lief schnell die Treppe hinauf, um sich vor ihrem Frisierspiegel wieder zurechtzumachen. Tusche auf die Wimpern, mit der Bürste dort und da, Elixier für die Wangen, die Borsten geborstet, Nagellack und es war getan. Nicht mehr als eine Stunde. Laufend sagte sie dem Dienstmädchen auf Wiedersehen und draußen war sie. Durchquerte das Karree und trat durch eine kleine Tür auf die Straße. Die Straße brach vor Langeweile in lange, originelle Spalten auf, der Versuch einer Ablenkung. Auf dem Grund gewundener Schattenwellen leuchteten Steine in lebhaften Farben, ungewisse Glanzlichter, Lichtflecken, die je nach den Bewegungen des Bodens erloschen. Der Schimmer eines Opals und dann einer von diesen Bergkristallen, die Goldstaub versprühen, wenn man sie ergreifen will, wie Tintenfische, der knirschende Blitz eines ungeschliffenen Smaragds und plötzlich die zarten Streifen einer Kolonie betönter Berille. Mit kleinen Schritten dachte Lil über die Fragen nach, die sie stellen würde, und ihr Kleid folgte ihren Beinen, gefällig, eher geschmeichelt. Es kamen Häuser, zuerst kaum gewachsene, dann große, und es war eine richtige Straße mit Wohnhäusern und Verkehr. An 3 Querstraßen vorüber, nach rechts abbiegen. Die Unkerin wohnte in einer hohen, auf 3 großen, krampfadrigen Beinen stehenden Hütte mit einer ganz gewundenen Treppe, an deren Geländer unappetitliche Lumpen hingen, die örtlich so gut es ging zur Verschönerung beitrugen. Ein Duft nach Curry, Knoblauch und Pumpernickel hing in der Luft, ab der 5. Stufe nuanciert mit Kohl und sehr altem Fisch. Oben auf der Treppe empfing ein Rabe mit einem durch extra starkes Wasserstoffsuperoxid frühzeitig weiß gewordenen Kopf die Besucher, indem er ihnen eine krepierte Ratte, die er vorsichtig am Schwanz hielt, entgegenstreckte. Die Ratte hielt lange, denn die Eingeweihten lehnten das Geschenk ab und die anderen kamen nicht. Lil lächelte dem Raben huldvoll zu und schlug mit dem Empfangshammer, der bitteschön an einem Strick hing, 3-mal gegen die Tür. »Herein«, sagte die Unkerin, die gerade hinter ihrer Treppe heraufgekommen war. Lil trat ein, hinter ihr folgte die Spezialistin. In ihrer Hütte stand das Wasser 1 Meter hoch und man bewegte sich auf Schwimmkissen, um das Bohnerwachs nicht zu ramponieren. Lil schob sich vorsichtig bis zu dem abgenutzten Rippsessel, der den Besuchern vorbehalten war, während die Unkerin mit einer rostigen Eisenpfanne fieberhaft das Wasser zum Fenster hinaus entleerte. Als alles einigermaßen trocken war, setzte sie sich ebenfalls an ihren Unktisch, auf dem ein Inhalierapparat aus synthetischem Glas stand. Unter dem Inhalierapparat war ein großer beigefarbener Schmetterling, leblos von dem Gewicht des Inhalierapparats auf die verschossene Tischdecke genagelt. Die Unkerin hob das Instrument hoch und mit gespitzten Lippen blies sie auf den Schmetterling. Dann legte sie ihren Apparat zu ihrer Linken und zog aus ihrem Mieder ein Kartenspiel, das von dampfendem Schweiß triefte. »Soll ich Ihnen die ganze Leier runterrasseln?« fragte sie. »Ich habe nicht viel Zeit«, sagte Lil. »Dann nur die halbe Leier und den Kaffeesatz«, schlug die Unkerin vor. »Ja, den Kaffeesatz auch«, sagte Lil. Der Schmetterling begann sachte zu zucken und er stieß einen leichten Seufzer aus. Das Tarotpäckchen strömte einen Geruch nach Menagerie aus. Die Unkerin breitete schnell die 6 ersten Karten auf dem Tisch aus. Sie roch heftig. »Teufel, Teufel«, sagte sie, »ich errieche nicht viel in Ihrem Spiel. Spucken Sie auf den Boden hier und stellen Sie den Fuß darauf.« Lil gehorchte. »Nehmen Sie Ihren Fuß jetzt weg.« Lil nahm ihren Fuß weg und die Unkerin brannte ein kleines bengalisches Feuer ab. Das Zimmer füllte sich mit leuchtendem Rauch und einem Duft nach grünem Puder. »So ist es gut, so ist es gut«, sagte die Unkerin. »Jetzt kann man hier freier wittern. Gut, ich unkrieche Sie für Nachrichten von jemand, den Sie mögen. Und außerdem Geld, keine große Summe, aber immerhin etwas Geld, natürlich nichts Außergewöhnliches. Wenn man die Dinge objektiv betrachtet, könnte man fast sagen, dass sich Ihre Situation finanziell nicht ändert. Warten Sie.« Sie breitete über die ersten 6 neue Karten aus. »Aha«, sagte sie, »genau, was ich Ihnen sagte. Sie werden gezwungen sein, eine Kleinigkeit auszugeben. Der Brief hingegen, das betrifft Sie ganz nahe. Vielleicht Ihr Mann. Das läuft gerade darauf hinaus, dass er mit Ihnen reden wird, weil es natürlich sehr lächerlich von Ihrem Mann wäre, wenn er Ihnen einen Brief schriebe. Machen wir weiter. Wählen Sie eine Karte.« Lil nahm die erstbeste, die 5. im vorliegenden Falle.
Halten Sie sich fest, sagte die Unkerin. Hier ist doch tatsächlich die genaue Bestätigung dessen, was ich Ihnen angekündigt habe. Ein großes Glück für eine Person aus Ihrem Haus. Sie wird das finden, was sie seit sehr langem gesucht hat, nachdem sie krank gewesen ist. Lil dachte, dass Wolf recht gehabt hätte, die Maschine zu konstruieren und dass seine Mühen endlich belohnt werden würden, aber Vorsicht mit der Leber. Ist das wahr? Fragte sie. Wahrhafter und offizieller geht es nicht mehr, sagte die Unkerin. Die Düfte lügen nie. Ich weiß, sagte Lil. In diesem Augenblick schlug der wasserstoffsuperoxidierte Rabe mit dem Schnabel an die Tür und ahmte dabei das Lied des ungeordneten Aufbruchs nach. Ich muss mich beeilen, sagte die Unkerin. Bestehen Sie wirklich auf den Kaffeesatz? Nein, sagte Lil. Es genügt mir, dass ich weiß, dass mein Mann endlich das bekommt, was er sucht. Was schulde ich Ihnen, Madame? 12 Penunzen, sagte die Unkerin. Der große beigefarbene Schmetterling bewegte sich immer heftiger. Plötzlich erhob er sich mit einem schweren, ungewissen Flug in die Lüfte, wie eine sehr entkräftete Fledermaus. Lil wich zurück, sie hatte Angst. Das hat nichts zu bedeuten, sagte die Unkerin. Sie zog ihre Schublade auf und ergriff einen Revolver. Ohne aufzustehen, zielte sie auf das Samttier und schoss. Man hörte ein sehr unangenehmes Krachen. Der Schmetterling, mitten in den Kopf getroffen, faltete seine Flügel über dem Herzen und stürzte leblos herab. Auf dem Boden gab es ein schlaffes Geräusch. Ein Puder von seidigem Schuppen stieg hoch. Lil stieß die Tür auf und ging hinaus. Höflich sagte der Rabe auf Wiedersehen zu ihr. Eine andere Person wartete. Ein kleines, mageres Mädchen mit schwarzen, unruhigen Augen, das in seiner schmutzigen Hand ein Geldstück presste. Lil ging die Treppe hinunter, das kleine Mädchen zögerte und folgte ihr. »Verzeihung, Madame«, sagte es. »Sagt sie die Wahrheit?« »Aber nein«, sagte Lil. »Sie sagt die Zukunft. Das ist nicht dasselbe, wissen Sie?« »Wie kann man Vertrauen haben?« fragte das kleine Mädchen. »Manchmal kann man Vertrauen haben«, sagte Lil. »Der Rabe macht mir Angst«, sagte das kleine Mädchen. »Diese krepierte Ratte stinkt furchtbar. Ich mag Ratten überhaupt nicht.« »Ich auch nicht«, sagte Lil. »Aber sie ist eine Unkerin, die nicht übertrieben viel verlangt. Sie kann sich keine krepierten Eidechsen leisten, wie die Unkerin der Haute-Volée.« »Dann gehe ich zu ihr zurück, Madame«, sagte das kleine Mädchen. »Dankeschön, Madame.« »Auf Wiedersehen«, sagte Lil. Das kleine Mädchen lief schnell die gepeinigten Stufen hinauf. Lil beeilte sich, wieder nach Hause zu kommen, und auf dem ganzen Weg warfen gekräuselte Karfunkeln einen Lichtschimmer auf ihre hübschen Beine, während der Tag begann, sich mit dem Amberstreifen und dem schrillen Zirpen der Abenddämmerung zu schmücken.